Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8 und heute geht es mal um einen kleinen Prank, wo wir ein kleines bisschen mitgewirkt haben, aber so ein ganz, ganz kleines bisschen. Ribi hat eine verrückte Idee und zwar bekommt Avive ein schönes neues Rosa zu Hause. Was da abgeht, seht ihr jetzt in dieser Folge und falls ihr mich noch nicht kennt, keine weiteren Folgen verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, dann landen die Videos in der Abo-Box. Hilft mir extremst. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt und auch ein Like für den lieben YouTube-Algorithmus, ist mir auch immer wahnsinnig lieb und wichtig. Vielen Dank, wenn ihr dran denkt. Und jetzt geht's los mit der Folge. Let's go. Wir haben gerade Avives Haus neu gemacht. Genau. Ja, wir haben Avives Haus umgebaut, weil er nämlich sich bei mir einfach eingesiedelt hat, Spark. Er hat bei mir halt auch jetzt Sachen geklaut, sag ich mal, mehrfach. Und irgendwann musste man da sicherlich dann auch mal einfach sagen, so nicht. Jetzt habe ich ihm noch zweimal eine vollständige Rüstung gegeben, Spark. Mhm. Und ich denke mal, dass da jetzt auf jeden Fall dann auch das neue Haus ihm sicherlich ganz gut gefallen wird. Ne? Wir haben uns da ein bisschen zusammengesetzt mit einem kleinen Interieurteam. Und haben uns da ein paar Anregungen geholt, was gerade so modern ist. Und ich denke mal, das funktioniert ganz gut. Das hört sich sehr, sehr gut an. Hi Spark, willkommen im Loco Love. Loco Love, sehr gut. Komm rein. Bei Avive, komm rein. Ja. Kommen Sie rein. Und wir haben das alles hier komplett redesigned, sage ich mal. Und hier ist ein Trank, umgebaut, also was ne? Zu trinken, wenn du genau. Willst. Barkeeper ist auch hier, ne? Warum ist das, genau. Warum hat dieser einen Warzenschweinkopf auf? Das ist ein hässlicher Barkeeper. Ja, weil wir sind Mitarbeiter aus Alice aus dem Wunderland. Sehr gut. Hat genau, wir bauen gerade hier noch. Wir sind gerade noch dabei, ein paar Kunden hier reinzubekommen. Hier ist der Avive auch. Der hat sich hier schon bequem gemacht. Ja. Sieht's. Genau. Und das sind die Kunden. Die haben halt das auch hier. Das ist Airbnb parallel noch, damit man hier zwei Einnahmequellen hat. Ist das noch Airbnb? Genau, richtig. Mit ganz vielen Betten, mit Großbettraum, Großbettzimmer. Genau, richtig. Guck mal, hier vorne gibt es noch hier ist noch ein Türsteher. Ja. Ne? Hier vorne der. Ja, breit gebaut. Ne, der hat doch einen schönen Namen. Ach, den Namen. Türsteher, breiter als seine Jahre. Genau. Dann haben wir hier noch die Separés. Mit Lampen haben wir hier hingebaut, überall. Mhm. Ne? Und hier kann dann halt auch Performance Art gebucht werden, wenn man möchte. Genau. Ja. Und wir haben das Haus jetzt halt einfach ein bisschen redesigned, sag ich mal. Ja, ich denke mal, er freut sich. Und warum tanzt dann ein Tintenfisch an der Stange? Warum ist denn das Herz Asi? Oh, das ist wirklich. Das ist alles aus dem Wunderland. Genau. Genau. Schlingelt sich drumrum. Ja, finde ich gut. Also, bevor die ganze Chat jetzt wieder eskalieren möchte, Leute, das darf sich jeder pranken, wie er mag. Wenn die Leute damit fein sind, ist alles in Ordnung. Avive ist damit nicht fein. Wenn jemand kurz vor Selbstverzweiflung landet, ist natürlich nicht nett, aber das muss er dann natürlich auch sagen. Halt, ne? So. Ja, ich davon denke aus, mal, das dass ihr beide so euch weit. Versteht und deswegen ist das fein. Wie gesagt, wenn zwei Leute sich einig sind, können die machen, was sie wollen. Die können ja aus bis zum Bett oder springen, ist mehr Bums. Genau, so sieht es nämlich aus. Ja. Cool. So. Ja, jetzt auch dafür, dass er, wie gesagt, so oft hat auch schon meine Sachen. Genau. Ja, einfach ein bisschen Liebe zurückgeben. Ja, genau. Wir haben jetzt halt hier das Ding mal umgebaut, sag ich mal. Mhm. Und das ist doch ganz schön geworden, ja. Genau. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ihm noch ein bisschen. Was an dem Herz falsch? Du hast Whitelist-Zugang, Spark. Noch was wo? Du hast Whitelist-Zugang in dem Laden. Genau. Achso, ich dachte wegen Vibe von der Whitelist nehmen, aber ja, das auch. Nein, Avive muss Eintritt zahlen. Ein Whirlpool müssen wir machen noch, ne? Oha. Mit Soul Sand, ne? Ja. Den können wir doch eigentlich noch in die Ecke setzen. Ich mach erstmal hier die Umweltverunstaltung. Ich glaube, es wäre besser. Ich glaube, es wäre besser, Spark, wenn ich doch hier oben, warte mal. Ja, ich glaube, das ist eine bessere Idee. Wir hatten die Katze hier geköpft. Das war Avive. Baby. Das muss ja auch alles, sag ich mal, schön sein, ne, Spark? Ja. Hier ein Pool rein auf das Glas. Könnte man machen. Ey, das ist eine geile Idee eigentlich, ja? Hier noch ein Pool drauf, ja, für die Dachterrasse. Ja. Ja, guck mal, Spark auch seinen Teil dazu beigetragen. Kann man von Joelcraft das Ding von, wie heißt das, Dirty Dancing vielleicht kaufen, das Theme? Als Musik? Bestimmt, mussten wir fragen, aber ich glaube, der braucht dafür ein bisschen länger, so schnell gehen die Dinger nicht. Ja, stimmt auch wieder. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Hast du zufällig Glowstone, Spark? Ich habe gar nichts im Winter. Kann man gar nicht mehr durchgucken hier, wenn der Soul Sand drauf ist. Auf dem Glas. Ach so, nee, da wollte ich gar kein Soul Sand hinmachen. Ja. Das soll der normale Pool werden hier. Okay. Der Whirlpool muss unten hin. Okay, ja, okay, gut. Ich habe kein Glowstone. Ehrenlos.
Wie viel braucht er denn? Wenn es nur ein bisschen ist, dann easy, aber. Und 5 Stück oder sowas. Ja, das ist geschenkt. Geht's ums Ausleuchten oder geht's um Glowstone? Nee, ums Ausleuchten eigentlich. Nehmen dir das Glowstone. Danke dir. Wir den ganzen Berg lila machen. So groß wie das Biom von Rotpilz. Nee. Denk mal jetzt hier oben noch die Fläche und dann sind wir durch. Ja. Was hat Spark was Gutes vorgeschlagen? Spark hat eine verrückte Idee gehabt. Ich glaube, das ist ein bisschen too much. Ich wollte gerade sagen, kennst du das Biom von Rotpilz? Ja. Wollen wir das so groß machen, genauso? Oh ja. Kann man mal jetzt schnell machen. Ja, da wird sich einloggen, das ganze Haus ist fertig gebaut. Ja, man macht dann direkt Folge, letzte Folge Craft Tech. Ich habe Craft Tech durchgespielt. Hast du nochmal Wasser, Spark? Ich habe nochmal Wasser, ja. Ich habe auch nochmal Wasser hier. Jo. Also mega, das Haus ist wirklich super geworden. Da kann man nichts gegen sagen, ehrlich. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Das Leben einfach. So, hier, Treppe noch dazu, zack. So, wunderbar, nein, also. Okay, ja, wir vermehren jetzt hier noch die Villager, aber so in so, also ich bin mit dem Laden hier echt zufrieden. Wir haben alles da, wir haben einen Türsteher. Von außen sieht es auch echt gut aus, wir können noch mal ganz kurz gucken. Könnt ihr mal ganz unten in den Betten pennen bei den Villagern? Die sind aber ein bisschen durchgeschwitzt, vorsichtig. Wir haben jetzt hier oben noch den ganzen Berg rosa gemacht, der Pool ist soweit ready. Ja, und ich denke mal, Lukas wird sich jetzt freuen und vor allen Dingen, Spark, ich glaube, Lukas wird jetzt, ja, das ist geil, das ist noch geiler. Oh, das ist so geil. Das oder Endrot? Nee, ich glaube, das ist geiler, oder, Spark? Ich bin mir nicht sicher, ob es ein solches Etablissement überhaupt geben sollte. Sowas doch, das ist so ein Ding. Hier ist noch ein Iron Golem. Hier ist einer gespawnt. Ja, ach nein. Wie geil, Türsteher, sein Urgroßvater. Der hat sogar eine Eisenfarm. Also, ich glaube, ey. Lukas sollte an der Stelle einfach mal erkennen, dass man mich dann nicht mehr trollen sollte. Und, ja. Ist schön geworden, das Haus. Finde ich super. Ganz find viel Spaß hier, Lukas, ne? Ganz viel Spaß. Ey, ich finde es mega. Ich finde es wirklich super. Also, ich finde, da haben wir ihm auch wirklich einen Gefallen getan. Ja? Denke ich auch. Sollen wir die Betten da noch wegmachen oder lassen wir die noch da? Wo meinst du? Hier hinten. Von den Villagern. Airbnb-Ecke. Können wir eigentlich da lassen. Okay. Können wir noch ein paar Kunden hier machen, oder? Hast du noch Kartoffeln? Lassen sich noch mal hier alle schön. Leider gar keine mehr. Ich weiß gar nicht, wo die hin sind. Die teilen die sich ja von alleine, ne? Du musst nur einem welche zuwerfen. So. Echt jetzt? Ja. Ach, wie krass. Okay. Bist du gleich da? Schon, ja, oder wie? Ja, warum fragst du das so komisch? Hättest du irgendwas vor? Warte mal, ich habe einen miesen Plan. Wenn das jetzt klappt, eins in die Chatbox. Mann, hör auf, Chatbox zu sagen, du Unangenehmer. Ja. Das ist ein Kinderclub, das ist ein Familienbetrieb. Die, Junge, da machen Leute Geschäfte. Okay, ich bin gleich oben wieder. Ich habe hier was für dich. Ja. Deine Axt. Ach, geil, danke. Weil die wollte ich dir noch zurückgeben. Ja, ich bin out of blocks leider. Ich kann nicht weitermachen. Hi. Ja, easy, checken wir morgen. Na ja. Hey! Was war das denn? Der ist hier reingelaufen, hat einfach eine geklatscht gekriegt. Der hasst dich. Ich kann die Kiste nie wiederholen, du hast sie so platziert, Digga, der wird mich immer weghauen. Jetzt kann ich wieder loslaufen. Hey, kannst du nicht vom Spawn dahin fliegen oder so? Ja, ich kann vom Spawn auch hier hinfliegen. Ich habe aber bei meinem Bett einen Spawn. Dann bau dein Bett ganz kurz ab, stell's wieder hin, ist dein Spawn zurückgesetzt. Wenn du nochmal stirbst, kannst du wieder direkt hinfliegen. Ich bin den Berg runtergesprungen und jetzt müsste ich hochklettern, damit ich wieder an mein Bett komme. Oh, ich glaub, dann eben noch. Ich bin einfach ein Minecraft-User. Komm, Spark, wir setzen uns in den Whirlpool. Ja. Guck mal, Spark, ich habe jetzt hingebaut, dass man schwimmen kann im Whirlpool. Auch unter Wasser. Ja, das sieht ein bisschen falsch aus, weil du hängst nämlich mit dem Kopf im Sand. Jetzt geht's. Hä? Ich stehe hier gerade drin in beiden Trapdoors. Nee, bei mir liegst du. Also es ist unterschiedlich. Ja, jetzt chillen wir einfach hier und warten, bis er wieder reinkommt und wieder geklatscht wird. Ja. Ja, das will ich nicht so sagen. Ich habe schon eine Taktik. Ich kann wahrscheinlich streamen. Das habe ich vorher auch gesagt und da würde ich irgendwas Gutes machen. Ich auch gestorben, Alter. Du bist jetzt zweimal schon an diesem dummen Kopf gestorben. Du wirst es nochmal machen. Du hast 16 Tode in Craft Attack. Digga, das ist mehr als ich. Du hast 16 Tode. Achso, ja. lieber bin ich in Minecraft lost als. Hallo? Der Golem guckt so nach draußen, ne?
Ja, ich bin auch wieder draußen gleich, Junge. Der ist richtig schön. Warte, bevor du da bist, okay? Ja, ich muss noch hochschwimmen. Alles gut, hast noch Zeit. Was haust du auf deine Maus? Es macht mich aggro. Digga, du klickst so. Ja. Wenn sich jeder Mausklick so anhört. So, hallo, ich bin wieder da. Warte, noch nicht reingehen, okay? Ja, noch nicht reingehen, dass ich wieder umgebracht werde. Nein, warte. Ich weiß, wie man die ablenken kann. Wie das Ding einfach aussieht, das Gesicht. Ohne Maske sieht ultra langweilig aus einfach. So, warte. Ah, ich verwirre ihn. Warte. Nein. Warte. Ich komme jetzt. Oh, Digga, er guckt mich schon an. Ich bin hier im Pool über dem Ding. Er guckt mich an. Digga, er wird mich umbringen. Guck mal. Der ist richtig aggro, der Typ. Ich dachte, ich habe ihn verwirrt. Ich habe meine Maske ausgezogen. Okay, pass auf, komm mit. Pass auf, okay. Was wir machen können, Tobi, ist, ich kann den Villagern hier ein bisschen was Kartoffeln geben. Ja, und dann, oh, ich sehe ein Kind, dann ist der Golem wieder fein hier, oder was? Also zur Kiste kommst du, glaube ich, hin. Bro, ich stand gerade an der Kiste und er hat mir einen miesen Hit. Er hat mir so eine Klappe gegeben auf Pferde. Guck dir die Arme an. Der schüttelt schon den Kopf. Guck mal hier, der schüttelt den Kopf, der will nicht, dass du hier hinkommst. Okay. Look here, come on. Wait. Ah, du Loser? Nein! Spark! Was soll das? Lass das! Wow, ich kann nicht! Lass das! Ich hab kein Leben mehr! Hör auf! Lass das! Mann! Ich hab dich nicht angefasst! Spark, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, oh Mensch. Hey Spark, ich habe gerade mein Bett abgebaut und bin wieder gespawnt, aber ich bin immer noch da. Bei mir. Das kann man jetzt sagen, wenn du das Bett abbaust, dann geht der Spawnpunkt weg. Ich habe es gerade abgebaut. Ja, aber ja klar, wenn du nochmal stirbst, bist du dann weg. Akani! Aber ich hab's ja, also ich hab's ja erst abgebaut und bin dann gestorben. Achso. Warte, ich probier's nochmal. Das ist sweet. Ah, jetzt bin ich am Spawn. Okay, jetzt muss ich nur noch die richtige Richtung finden. Ja. Richtung Süden. Okay, Tobi, Ding ist, Tobi, du hast ja offiziell Hausverbot hier im Club, ne? Spaß, war also Norden. War es wirklich Norden? Nein, es war Süden. Ihr meldet Spark Troll mit rein, wie geil. Ah, jetzt, okay. Ich komme nicht weit genug, glaube ich. Ich schaff's ungefähr. Du kannst F für eine Rakete drücken, dann will ich wieder boosten. Hey Spark, ich hab ja noch ein Passbild von meinem Spark. Achso, F. Komm mal her. Ah! Digga, Spark, das war der Ultra-Call. Spark, komm her? Ja. Ich hab ja noch ein Passbild von meinem hässlichen Neffen. Oh Gott. Ja, gib das lieber mal Tobi. Tobi, er kommt! Er kommt! Digga, ich bin weg, einfach gewesen. Ich bin weg. Alles gut, der klatscht mir nicht durch. Aus der Kiste raus. Schwimm dahin, er kann nicht kommen. Nimm die Sachen aus der Kiste und raus aus dem Club. Oh, die Kiste ist weg. Ja, da hinten! Andere Seite! Du hast Hausverbot im Club jetzt, du kannst nicht mehr rein. Ja. I'm ready now. Warte. Raus jetzt! Ich mach das Wasser weg. 3, 2, 1 und raus. Der kommt nicht hierher, oder? Das war die Wasseraura. Digga, ich bin hier bin ich sicher. Private Area, hier bin ich sicher. Ich kann nicht zu. Ja. Aber das Problem ist, hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Doch, wenn du schnell machst, schaffst du es. Warte, ich hab einen Plan. Hit kannst du einstecken. Ich hab einen Plan. Warte, kann ich meine Trapdoor. Ach. Das war nicht. Digga! Der verfolgt mich! Digga, ich komme hier. So, pass auf. Oh mein Gott! Alter, hat der mir eine Bombe gegeben! Junge! Wie kann der mich durch die Wand boxen? Digga, guck mal, er gibt mir Schau hier, warte, ich genieße. Das ist so eine Pappwand, da kommt da so ein Arm mit der Wand durch. Du hast Hausverbot in dem Laden, raus jetzt! Ja, aber ich kann nicht raus, wenn der Türsteher mich umbringen will. Digga, warte, ich mach den kurz weg, jetzt raus hier. Komm, raus. Nice. Schlägt er mich auch? Nee, guck mal, er ist safe, er ist Ehrenmann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.